Drauf. Was? Das hat gerade so gelangt. Alter Schwede. So. Ah, wie ein Ritt auf der Kanonenkugel bestimmt. Verrückte Dinger. So. Da fliegt die Mauer uns nur so vorbei. Bisschen zu früh hochgeschaltet, aber die Zeit. Keine Ahnung, was die wert ist. So. Na, unser Chef spricht nicht mehr mit uns, der ist eingeschnappt. So. Normalerweise sagt er doch sofort: Super Zeit, du bist Erster. Uah. Hallo Schumi. Verdammt. Da hängen wir in der Wand, aber wir haben ja eine Rückspulfunktion. Da haben wir uns schon verbremst, ne? So. Nicht so früh ans Gas. Und der Schumi macht schön Platz, so muss es sein. Ein siebenfacher Weltmeister macht für uns Platz. So. Hier runter geht nichts. Ja, ja. Da redet er wieder mit uns. Huch. Und da macht er die Bremse nicht auf, obwohl ich schon längst Bremsdruck weggenommen habe. Das ist das, was ich noch komisch finde. Da muss ich mal noch an meinen Pedaleinstellungen was ändern. Ich habe die Bremskraft eben schon längst zurückgenommen und er hat trotzdem noch mit blockierenden Rädern dagestanden. So, zweiter Gang muss doch auch lang. Ja, langt auch. Super, läuft doch jetzt. Aber eben kurz vorm Dreher. Aber was soll's? Wir bleiben voll auf dem Pinsel stehen. Und gucken, ob die Zeit hier was wird. So. Ja, auch wenn das Pedal nur leicht andrückt, blockieren sofort die Vorderräder. Also das ist mir der Übergang zwischen ich bremse leicht oder ich bremse nicht zu ich bremse ist noch zu hart. Das ist wie wenn ich einfach nur Knopf drücken würde hier. Also ich drücke, es passiert nichts. Fast kein Benzin mehr. Komm in den nächsten zwei Runden an die Box. Ich drücke, es passiert nichts und dann auf einmal macht die komplett zu. Da muss ich noch was in den Einstellungen mal ausprobieren, aber ich habe noch keine Ahnung, wie das geht. Das war die bisher schnellste Runde. Ausgezeichnet. War ja auch meine Runde. Boah. Das war wieder... Boah. Alter. Der Räuber, der da an der Wand entlang. Verrückter Typ. Verrückt. Uiuiui. Das war vorherzusehen. So, gehen wir mal in die Garage. Und dann gucken wir mal, wo wir stehen, hä? Meine Freunde. So, wie geht das hier? Hier so und jetzt dann hier. Und ja, Erster noch, ne? Wird wahrscheinlich nicht so bleiben, aber wir müssen nur das 16. dann besser werden. So, und es geht mit meinem Fuß. Es funktioniert. Hätte ich ja nicht gedacht. Und wir sind immer noch Erster. Ja, ne, dann lass die mal fahren, die Freunde. Wir sind ja noch in Q1, das ist ja...
Die fahren ja auch noch nicht Vollgas, deshalb sind wir wahrscheinlich noch Erster. Ich denke mal, dass der Wepper locker eine 1,19 fährt oder so. Könnte ich mir vorstellen. Gute Arbeit, du bist. Ja, ja, ich bin eine Q2, natürlich. So. Fliegende Runde. Wenn wir Q2 überstehen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Weil dann sind wir mindestens Zehnter. So, aber es sieht schon sehr nach Regen aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Q3 Regen gibt. Oh. Dass ich das für jede Einstellung neu machen muss. Auch ein bisschen hirnrissig. Jetzt haben wir gleich ein Auto vor der Nase, aber es macht schön Platz. So. Ja, so läuft es schön flüssig. Da merkt man schon, da läuft es dann. Das ist dann viel angenehmer zu fahren auch. Da fehlen jetzt natürlich noch die Fliehkräfte. Das merkt man gerade so an den Fliehkräften und so. Wenn du flüssig läufst, sind die richtig angenehm zu schlucken, die Fliehkräfte. Da wirft sich nicht die ganze Zeit von links nach rechts, von vorne nach hinten. Und es hoppelt nicht die ganze Zeit. Sondern es läuft einfach schön flüssig. Fliehkräfte merkt man jetzt hier leider nicht. Im Simulator kriegt man es ja einigermaßen hin, Fliehkräfte zu simulieren. Aber ich glaube, in so einem richtigen Formel 1 Auto geht es dann doch schon ein bisschen anders zur Sache. Als in so einem Simulator. Wäre halt echt, aber der Otto-Normalverbraucher wird da niemals rankommen. An so ein Ding. Ah, es wäre schon mal ein Highlight, so in so einem Ding zu sitzen. Und einfach mal zu erleben, was für Kräfte da herrschen. Zu spät auf der Bremse gewesen. Aber wir sind bei der 1,21. Könnt lang, ne? Nee, lang nicht. Ich glaube, wir brauchen mindestens wieder eine 1,20. Wahnsinn, da kommt die Mauer immer näher und du musst voll auf dem Gas stehen bleiben. Sonst verschenkst du einen Haufen Zeit. Scheiße! Wie langsam soll ich da noch umfahren? Dein Frontflügel ist leicht beschädigt. Solange du keine Probleme hast, kannst du draußen bleiben. Muss eine andere Linie wählen. Kaum Auslaufzone hier. Echt verrückt. Hier muss man sich echt was trauen. Aber wir kommen einigermaßen rum. So. Deine Reifentemperatur ist genau richtig. Ja, ja, ich weiß. Ja, wäre es halt geil, wenn wir unsere schnellste Runde fahren könnten, bevor es anfängt zu regnen. Weil dann schlägt uns natürlich keiner mehr. Aber ich denke mal, dass es in Q3 schon regnen wird. So, das könnte eine gute Runde werden hier. Aber es ist ja immer noch Q2. Da waren die Curbs okay, im Weg. Du musst an die Box, bevor die der Sprit ausgeht. Oh, guck mal, 1,19, 1,20, ja. Gehen wir an die, oh, das war der falsche Knopf.
gehen wir an die Schaboxe, bevor uns der Schiebrit ausgeht. So. So, Freunde. Ziel erreicht. Achso, Reparatur erreicht. Ah ja. Gut, 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 gut. Die Reparatur des Autos hat uns etwas zurückgebracht. Ja, ja, aber wir sind immer noch Erster. Wir lassen es mal hier mit 30-facher Geschwindigkeit laufen. So, es regnet jetzt wahrscheinlich, deshalb sind die alle so lahm hier. Ne, regnet nicht. Oh, hoffentlich regnet es jetzt die erste Runde. Gut so, du hast es in Q3 geschafft. Ja. Also das Ziel haben wir erreicht, wir sind mindestens 10. Ne, es regnet noch nicht, da gehen wir mal schnell raus. Ups. Und fahren eine schnelle Runde. Und wenn dann die anderen alle im Regen fahren müssen, das wäre halt genialst. Da hätten wir den Wettergott mal auf unserer Seite. Uah, die Wand. Die alte Wand. So, hier rum. Verdammt. Da habe ich zum Beispiel viel Schwung verloren jetzt. So. Wasser. Alter Schwede, ich bin hier ganz vergessen, wie viel Arbeit das ist hier. Wahnsinn. Boah, ein Stückchen zu früh auf dem Gas gewesen, aber die Wand touchiert. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt, aber du kannst dort draußen bleiben. Ja, ja, das... Den beschädige ich immer, den Frontflügel, das mache ich für extra. Wegen der Aerodynamik und so. Weißt du, jetzt bin ich viel schneller unterwegs. So. Ist ja verrückt hier, Wahnsinn. Ah. Muss ja hier rumfahren. So. Ah, ich weiß ja auch gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal gesagt habe. Aber nicht verwundert, wenn die Tonqualität hier eine ganz andere ist als bei meinen anderen Let's Plays. Ich nehme ja hier mit meinem Headset auf, weil mein Mikrofon kann ich jetzt nicht vor mich stellen, weil da ja das Lenkrad ist. Und deshalb habe ich jetzt hier so ein Headset auf. So ein ganz normales Gaming-Headset. Ist jetzt auch nicht so schlecht, würde ich sagen, die Tonqualität. Aber ist halt... Ja, verzerrt sich halt schon ein bisschen mehr die Stimme. Hört sich halt wirklich so ein bisschen so an, als würde man über Funk reden. Was ja aber auch zum Spiel passt, zur Thematik, würde ich sagen. Da ist es ja auch... auch nicht anders. So. Ich würde sagen, wir fahren mal in die Boxe und gehen zum Rennen, ja? Huh! Anstrengend. Ja, die Runde geht eh nix. Moin, 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 moin. Boah, stell dir mal vor, du fährst da geradeaus mit 300 einfach so an die Wand. Puh. Das braucht kein Mensch. So. Ja, ja. Ja, dann schiebt mich mal wieder rein hier. Der finster reinblickende Asiade und der glückliche Pole oder was? Keine Ahnung. So. Und dann springen wir gleich mal zum Rennen. Sechster, ja komm, damit kann... Du hast deinen Boden verloren. Momentan Platz 6. Ja, mit Sechster kann ich leben. So. Ja, ist doch super. Sechster ist doch super. So. Ah. Ja. Natürlich, werde 16er. 10 Plätze besser als gedacht. Oh, joa. So, Spielstatistik, Karriere, fortgeschritten sind wir. Ah, wir sind fortgeschritten. Längste Distanz mit blockierten Rädern, 84 Meter. Boah, das ist immer eine Strecke.